Pralinen. Da wird fast jeder schwach. Und selbstgemacht sind die kleinen Köstlichkeiten auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Wie es geht? Wir haben den Profis von der Konditorei Nenninger in Kassel mal über die Schulter geschaut. Wer Pralinen herstellen will, der braucht nicht viele Zutaten. Kuvertüre in Vollmilch, Zartbitter oder Weiß, Butter und Sahne und wer mag ein bisschen was Hochprozentiges fürs Aroma. Aus diesen Zutaten wird die Grundmasse hergestellt. Die Schokolade wird im Wasserbad geschmolzen, dazu kommt Butter oder Sahne und nach Geschmack ein Schuss Alkohol. Diese Creme wird dann in Schokoladenförmchen gefüllt. Die gibt's fertig zu kaufen. Wichtig, vor dem Befüllen muss die Creme auf etwa 28 Grad abgekühlt sein, weil sonst die Schokoförmchen schmelzen. Die gefüllten Pralinen müssen über Nacht trocknen, dann können sie dekoriert werden. Mit flüssiger Schokolade, Pistazien oder Mandelstückchen. Oder es kommt ein Deckel aus Schokolade drauf, mit Bildern vom Herkules oder den Brüdern Grimm. Praktisch für die Herstellung zu Hause sind Pralinengabel und Pralinengitter. Mit der Gabel taucht man die Pralinen in Schokolade und auf dem Gitter können sie trocknen. Außerdem kann man mit Hilfe des Gitters den Pralinen ein sogenanntes Igelmuster verpassen. Das war's. Die Pralinen sind fertig zum Genießen.